Ein herzliches Willkommen in OMSI, den Omnibus-Simulator hier in Bad Hückelsdorf. Je nachdem, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Wir melden uns jetzt hier bei diesem MAN A20 an. So, wir fahren die Linie 304. Der 1 weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber nee. Passt richtig, ich glaube, das ist die 4. Brunner Weg. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten. Hauptbahnhof. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu Genau. den Linien 301 in Richtung Hildegardplatz über Sofort der Augustinplatz. zurückwärts. 303 in Richtung Wieseneck Friedhof. 316 Wir fahren auf jeden Fall mal zu Richtung Altes Schloss Bussteig 3. über Lange Straße Malgerweg. 318 in Richtung Sportflugplatz. Wenn wir genügend Druckluft haben, sagen wir es mal so. Hoffe ich doch, dass wir jetzt gleich genügend Druckluft haben. Wir waren schon Verspätung auf Busmachine. Ah, jetzt hat er was. So, dann bitte Hi. einsteigen. Hallo. Servus. Hallo. 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 Machen die Könnten Sie Busse mal die da? Heizung anmachen? Das ist echt kalt hier drinnen. Ja, was denn nur, wir haben Ozean. Hallo. Ich weiß nicht, was die Busse da machen. Keine Ahnung. So, jetzt halt aber. Alfred Brunner Weg. Es bestehen Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 301 in Richtung Hildegardplatz über Augustaplatz. 316 in Richtung Altes Schloss über Lange Straße Malgerweg. Ja, lange Ansage. Aber ist ja gut so. So, jetzt nutze ich aber dann hier gleich mal die Chance, um zu schauen, welche Farbe ich da bin von diesen Teilen, dass ich mir das merken kann. Schauen Sie schon mal rein. Oh. Ah, wir sind dieses rot, komische Rot da. Das sozusagen jetzt in der Mitte ist. Das sind wir. Muss ich ja wissen, weil wenn es so klein geschrieben steht, weiß ich das nicht. Beethovenallee.
So, die erste Ausfahrt müssen wir raus. Gut, eigentlich beim Einfahren braucht man eigentlich keinen Blinker setzen. Aber ich fahre ja gleich wieder die erste raus. Daher brauchen wir das schon. Ja, das Omsi-End in London habe ich auch runtergefahren, aber ich runtergefahren sei. Nicht runtergeladen, meinte ich natürlich. Aber ich traue mich irgendwie nicht mit diesem Linksverkehr. Ich glaube, da komme ich jetzt schon nicht zurecht. Mal abwarten. Der natürlich da auch. Um. Also ich kann mir schon vorstellen, warum da keine Gelenkbusse fahren ist. Hallo? 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 Schauen wir doch mal, was unsere Alexa dazu sagt. Alexa? Hallo? Hallo. Ich freue mich, deine Stimme zu hören. Mozartweg. Sie freut sich also, unsere Stimme zu hören. Das ist nicht schlecht. Da ist die Feuerwehr. Hätte ich schauen wollen, ist das die freiwillige Feuerwehr oder die Berufsfeuerwehr? So, die Stadt Bad Hüttelsdorf sollte 70.000 Einwohner haben. Das ist in der Nähe vom britischen Schwarzwald. War ich auch noch nie. Das ist anscheinend ein schöner Ort, was sehr viele meiner Freunde auch empfehlen. Aber irgendwie habe ich noch keine Zeit dazu gehabt, da mal hinzufahren. Und jetzt mit dem Corona-Schmarrn da eh. Ich hoffe, dass das eh bald aufhören wird. Warten wir einfach mal ab. Ja, geht. Hey, sagen Sie mal, haben Sie zu viel Eisen gefressen oder was? Das ist ja wieder der letzte Dreck. Bei meiner muss halt anstellen, passt halt mit dem nächsten Bus in 20 Minuten. Ah. Mit kann er mich nicht beeindrucken oder beleidigen oder sonstiges. Witzpiepe, oder soll er halt da mal Bus fahren? War zu? Ja. Das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass der das kommen wird. Käferclub, meinen die jetzt den Pauli-Käfer oder meinen die damit Käfer als Insekt? So. Warten wir mal, hier ist der Kollege. War nicht schlecht, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber es ist null. Also Funksprüche dazwischendurch mal reinkommen. Nicht schlecht. Oh, ein Abschleppwagen. Das gibt's auch nicht. Das ist doch gut.
Hallo. Nicht schlecht, Herr Specht. Das hier muss ich fahren, nicht der letzte Henke, aber Verspätung. Bildeiche. So, da fahren wir ein bisschen ins ländliche Teil, wa? Eine Haltestelle, jetzt weiß ich nicht, ob da jemand einsteigen möchte. Ja, da steht eine Dame. Ei! Ist wieder cool gewesen, hast du den gesehen? Schlimm. Hi! Hi! Bin ich nicht netter Busfahrer? Ich doch, ich bin ja nur unter Höchstgeschwindigkeit. Also, und der erlaubten Geschwindigkeit. Dürfen wir 70 hier fahren? Da kommt eine Haltestelle. Da steigt anscheinend keiner ein. Dann fahren wir gleich weiter. So, da werden wir kurz halten müssen, weil ich sehe, wie die unten die Zeit ist, auch Verfrühung. Das ist halt nicht so gut für den Bus. Ne? Zu spät und zu früh ist immer schlecht. So, jetzt gibt Gummi. Gut, da muss eh eine aussteigen, wie ich gerade sehe. Von daher passt es ja perfekt. Bleiben wir da halt ein bisschen länger stehen, der Haltestelle. Frage, wann die kommt. Danke. Fürs Warten. So, dann warten wir ein bisschen. Hallo. Ah, der Team ist auch rausgefahren, durchgefahren. So. Ich
Ja, bis jetzt gefällt mir die Karte richtig gut. Abwechslungsreicher. Militärmuseum. Schöne Landschaften hier schön gestaltet, das muss man echt mal ein Lob aussprechen an den Erbauer. Das sind diese 25 Euro echt wert. Muss man schon sagen. Die Arbeit. Wo ist da Ufer passiert oder die blockieren sich beide gerade gegenseitig? Der ich passt in ein lebenswichtiges Fahrzeug eingefahren. Ist natürlich nicht gut. So, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was welche Linie wir denn hier als nächstes hier fahren werden. Und am Weg mit welchem Bus? A20 oder den A25, der aus diesen Addon mitgeliefert wird. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, da ist auch schon wieder der Kollege. Der Gegenverkehr sozusagen. Grüßt Gott. Der eingeschlafen oder was? Aber mein Lieber, was der macht. Warte. Wie? Ein Minigolfplatz. Auf Minigolfplatz macht doch nichts. Ja, anscheinend schon. Dann in die Werkstatt. Nicht schlecht. Also du hast begeistert, muss ich echt sagen. Ich jetzt nicht gedacht. Also egal. Egal. Aber ein echter Busfahrer raucht auch ab und zu mal eine, ne? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Aber das ist eine schöne ländliche Gegend, du. Kann ich schon sagen, echt schön. Immer. Boah, jetzt ruckelt's ein bisschen, aber okay. Wird sich gleich wieder fangen. Weiß ich nicht, da hin. Das Bahnhof kurz gleich bei der Bahnhofstür. So, nee. So, nee, Bahnhof direkt will ich nicht. Rüber. Muss ich doch erst darüber fahren.
Ich muss erst zu diesem Rathaus. Ah, genau, das. TNT-Bad, ja? Mahlzeit, es ist 14 Uhr Nachmittag. Bei dir Mahlzeit. Ich bin in Bayern, weißt du, und dann von dir sagt er Mahlzeit um 14 Uhr. Oh, das ist eine enge Strecke, so wie es ausschaut. Also weiß ich schon mal für mich persönlich, wenn ich selber fahre, ist ein Gelenkbus zu nehmen. Ganz wichtig. Wir könnten ja mal eine Challenge draus machen, um da mit dem ARIG 300 zu fahren. Ob wir das dann gut hinkriegen? Bleibt abzuwarten. Hi. Hallo. Oh, hallo. Sie sind aber nur erlaubt, ich fahre jetzt trotzdem 40. Sechelsberg, Winzergasse. Winzergasse. Ein enges Dörfchen ist das, muss man schon sagen. Aber immer noch schön. Jetzt ins Café, das ist dann wahrscheinlich alles noch vor Corona gewesen. Hallo. Oder vor dem Lockdown, sagen wir es mal eher so. So, da wollen sie noch aussteigen. Wollen sie das auch tun? So. Kurve wird mir ganz schlecht. Tut mir leid, aber so ist die Linienführung. Ich habe wohl vergessen, bei meinem letzten Pause auf Toilette zu gehen. Der fährt ja wieder letzte Henker, ey. So ein Scheiß. Also ich war davor auf Toilette, aber ich weiß nicht, ob das Ausschlag geht. So. Nix, da ist eine Station. Ich natürlich nichts mit dem Auto durchziehen. So.
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Alles klar. Alles klar, das hat keiner gesehen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen hier beim Wolf in OMSI 2 Bad Hückelsdorf mit der VBBH Verkehrsgesellschaft. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Hoffe ich mal, wenn ihr wieder vorbeischaut. Würde mich freuen. Bis dahin, haut rein. Lasst es machen oder feiern. Denkt daran an die Hygienemaßnahmen von Corona. Tschüss.